Hallo und herzlich willkommen zurück zu Littel. Es freut mich, dass ihr wieder da seid. Wir müssen ja noch ein bisschen was für die dunkle Seite tun. Lass mich gucken auf die Moral. Oh ja, wir kommen demnächst zu Verdorben. Böse Verdorben, niederträchtig. Da wollen wir hin. Werden wir auch schaffen. Jetzt habe ich überlegt natürlich, ob wir schon mal über die Brücke sprinten. Wobei, ich habe gerade auch noch was Interessantes entdeckt. Und da wir ja ein bisschen Exploration machen, muss ich nur kurz gucken, wo war es denn? Ich glaube, das war hier. Gerade mal kurz gucken. Oh, guck mal, der Angelspot ist auch wieder da. Nice, komm. Das machen wir. Ach, verdammt. Wir brauchen doch einen Fisch. So wird das nichts. So, ich habe nämlich hier gesehen. Da hinten ist nämlich irgendwas Merkwürdiges. Damit geht's auch. Sehr geil. Das da habe ich gesehen. Diese Stufen. Oh, ne. Eieiei, hier ist ganz schön was los. So, Federn. Jetzt gucken wir mal kurz. Federn können wir noch ein paar mitnehmen. Zack. War das? Ach, wie witzig. Wieso verschwinden die denn immer? So, hier, Schüssen. Und ich wollte doch eigentlich hier hin. Na, kommt. Ah, ich dachte, wir könnten schnell genug weg. Ach, wunderbar. So muss das. Ey, diese Pflanzen sind aber auch der Knaller, oder? Ih, wieder der Speichel runterläuft. Oh nee, was ist jetzt hier passiert? Wieso hat sie jetzt ihr Äuglein zu? Hallo, mach dein Äuglein wieder auf. Ich wollte doch da hier die Treppe da hoch. Irgendwas gibt's da oben bestimmt. Oh, ne. Kommt man da noch irgendwie anders hoch? Da schon mal nicht. Oh ne, das ärgert mich ja jetzt. Mensch, das müssen wir uns merken. Die macht bestimmt das Äuglein irgendwann wieder auf. Und dann müssen wir da unbedingt mal gucken gehen. Ey, Freundchen. Hier muss man auch ganz schön aufpassen. Mensch, ist Kinners. Habt ihr es gesehen? Die Pflanze hat auch den angegriffen. Das ist ja geil. Puh, alter Latz. Haben wir Fleisch eigentlich einstecken gerade? Jo. Das brauchen wir nicht. Dann lassen wir den Hirsch nämlich. So, schauen wir mal. Hier, Blümchen nehme ich auf jeden Fall mit. Ach, guck mal da. Ja, wir sind verdorben. Ja, perfekt. Dann hat sich das doch hier schon gelohnt. Und dann würde ich mal behaupten... Ich muss mal die andere Maus wieder ein bisschen beiseite legen. So, sorry. Dann würde ich mal behaupten, wir marschieren mal über die Brücke, oder? Oh, was ist das hier? Oh, ein Vögelchen, ne? Schon wieder abgelenkt. Ist noch mehr von dir, Freundchen?
Oh, was ist das? Spider trapped in amber. This one has seen this and that. Trust me. You'll just need to make it talk somehow. Wir haben eine Spinne gefunden, die eingeschlossen ist im Bernstein und wir müssen sie zum Sprechen bringen. Ey, wir haben schon Zeug, ne? Zwei falsche Schafe. Ist das gut? Ah, das Rezept müssen wir auch noch. Wie viele Zähne haben wir? Zwei. Ach, ich würde aber sagen, bevor wir noch zurück marschieren, gehen wir erstmal über die Brücke, oder? Komm, leg dich mal schlafen. Das nehmen wir mit. Was ist denn das hier eigentlich? Guck mal. Sieht ja cool aus. Kommt man da irgendwie hoch? Was ist denn das? Ein Ameisenbau, ne? Ach, wie cool. Da kann man irgendwas reinlegen. Ich hätte jetzt ja an die Spinne gedacht, ne? Weil... Ach Gott. Liebe Pflanze. Das sieht so ein bisschen danach aus. Gucken, was in der Beschreibung steht. Wird die Erinnerungen der Geheimnishüterin zuflüstern? Oh ja. Aber hier scheinbar nicht. Take that, you bunch of crooks. Ant invasion called off. At least around here. Na gut, haben wir was. Oh, guck mal, die Treppe ist wieder da. Ach, wie gut. According to the legend, these roses steal people's eyes and torment them for eternity. Maybe I'll just leave them be. Oh, interessante Stufen, oder? Ja, eine Kiste. Zähne, 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 bitte zwei. Man muss wirklich Glück haben. So. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Map. Also, wir sind hier und wir wollen über die Brücke. Die Brücke müsste ja eigentlich hier irgendwo bei den Pilzen sein, ne? Wir schlagen uns gerade hier unten rum. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung. Wir könnten aber auch kurz mal zu Mephisto gehen. Hallo Mephisto, lass uns mal kurz eine Blume platzieren. May your hand be just, but your shear is patient. Ja, ich hole dir noch einen Fisch. Wir hatten nur kein Anglerglück bisher. I'll just see if I can make this amber. She's so scary. But she's not always that bad, you know. She knows who's naughty or nice, or smart or dumb. So, if you're on her good side, you'll get all sorts of good things. But if she doesn't like you, well, her hut is made out of bones, you know? Oh, no. What do you say? Facts or fairy tales? Ah ja. Das war Baba Yaga, oder? Müsste sie eigentlich gewesen sein. Aber cool. So, warte mal, was haben wir denn hier? Wir können doch jetzt die Pfeile machen. Wo sind die denn? Kann mal gucken, hier ist der Besen, den Hammer. Zerfetzende Klauen, das ist alles soweit klar. Scharfschütze, entspannen, Pfeilmacherin. Das heißt, zwei zum Preis von einem ist natürlich auch richtig gut, ne? Oh, das ist natürlich wieder so eine Sache. Diese Fähigkeit erfordert eine... Ah ja,
klebrige Pfeile. Dann machen wir die. So, Wirkungsbereiche von Giftschleier und klebriger Pfeil sind größer. Gegner lassen mit großer Wahrscheinlichkeit Honig fallen. Du kannst nur einen Fluch gleichzeitig aktivieren. Okay, warte mal, was ist das jetzt hier? Rabenfluch. Drei weitere Pfeile oder klebrig? Ich würde sagen, wir machen mal... Wir bleiben bei klebrige Pfeile, oder? So, jetzt haben wir alle Zähne schon wieder verbraten. Ich glaub's nicht. Dann haben wir von jedem 9. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Wir probieren einfach unser Glück. So. Herr Mephisto, würden Sie bitte Ihres Amtes walten? Dankeschön. War wieder eine Freude, mit Ihnen zu reisen. So, Blick auf die Map. Wir laufen jetzt hier den Weg rüber. Mal nochmal ein Blümchen mitnehmen. Den Fuchs lassen wir. So, zack, gespeichert. Schleim lassen wir stehen. So, ich glaube, wir müssen hier rum. Try finding yourself first. Ja, guten Tag, ne? Wie geht's? I'm glad you stopped that dirty honey flowing around this place. Ey, die sind voll die Honighasser, oder? I'm glad you stopped that dirty honey flowing around this place. Dirty honey. Okay. Lebensenergie ist voll. Na dann. They actually did fix the bridge. Took them a while. Levers of life keep on spinning my thread. Ach, guck mal, ein Haufen Eulen. Sehr gut. Nie widzisz? Idzie po tym szlaku z okruchów. Kto tu gubi te wszystkie okruchy? Dokąd prowadzi ten szlak? Szlak? There it is. Is it true what folks say? That spirits can carry lost memories? Dragoy, I'm coming for you. Ach, war das jetzt die Bestätigung, dass es Dragoy ist? Okay. Oder glaubt sie das nur? Das wäre ja ein bisschen fehl, ne? Oh, der ist aber ganz schön fix für seine Größe. Dass der springen kann, war mir aber auch nicht klar. Hoppala. Okay. Ich dachte, wir sparen uns den Besen, aber scheinbar. Fancy chat, girl. Scheinbar müssen wir hier tatsächlich mal den Besen auspacken. Bisschen den Dreck wegkehren, das geht ja gar nicht hier. Okay, das werden wir jetzt auch mal ausprobieren. Wo ist er jetzt hin? Wir brauchen was, wo mehr reinhaut, ne? Spring cleaning. Or summer. Whatever.
Oh nein. Looking for something. Ach, die spawnen immer neu, ne? Das ist ja ungeschickt, Mensch. Ich bräuchte eigentlich mehr Pfeile, ne? Also mehr nicht klebrige Pfeile. Vielleicht sollten wir mal mit dem klebrigen anfangen. Und treffen hilft auch. Ach, Honig. Sehr gut. Okay, vor denen müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen, wie mir scheint. Übel, die Jungs. Übel. Oh Gott, was ist das? Das ist dieser Schädel, so einen hatten wir schon mal, ne? The wisdom of gnolls. Wisdom? Wow, who would have thought? So quick to judge. Gnollwissen. Über den Wert der Dinge. Einst grübelte ich über Wertigkeit. Welchen Wert hat ein Kronjuwel für einen hungrigen Gnoll? Ist es nicht so, dass der Wert allein in etwas bestehen kann, das süß, warm, weich und glänzend ist? Ein solches Ding ist nur der Honig. Okay. Die Weisheit der Knolle oder vielleicht sowas in der Art? Die Bernsteinspinne. Spinnen, die in Bernstein mitsamt ihrer Geschichte eingeschlossen sind. 1 von 4, Hammer. Der Hüter. Wird dir die Erinnerungen der Geheimnishüterin zuflüstern? So, Kröten, 1 von 7 haben wir. Diese seltsamen Amphibien scheinen auf magische Weise verändert worden zu sein. Die Kröten gehören in den Hof. Aha. Totems haben wir auch schon, 1 von 12. Weisheit vergangener Zeiten. Wow. Es gibt echt viel, ne? Ja, wir haben auch ein bisschen was. Würde mal kurz gucken. Landwesen, Kreaturen, die in absonderlichen Formen und Größen auftreten. Okay. Peewee, ja, Peewee hatten wir schon, ne? Der Nimmersatt, der von den Wurzeln verschlungen wurde. Sowohl seine Kobold- als auch seine Drachennatur schienen nicht genug vom Honig bekommen zu können. Peewee, der Kobold, war zwar ein wenig zögerlich, aber sein Drachenkollege hat ihn immer wieder dazu gebracht, weiter zu essen. Oh Gott, der Ärmste. Eine Gruppe kleiner Pilze hat seine schlechte Verfassung ausgenutzt. Allen voran Twig. Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Wie genau ihre List aussehen sollte, war anfangs noch nicht ganz klar. Doch sie gaukelten dem gequälten Kobold vor, ein furchterregender Drache zu sein, dessen Zorn man nur entgehen könne, wenn man ihm großzügige Honigopfer darbrachte. Später stahlen die Kinder ihren Teil des Honigs, zu welchem Zweck ist allerdings weiterhin unklar. Ein solches Leben hätte nicht lange überdauern können. Och, der Ärmste, der tut mir immer noch ein bisschen leid, muss ich ehrlich gestehen. Es war echt fies von den Pilzkindern da. So, wenigstens mal ein bisschen Leben. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ob wir noch was Feines entdecken. Ah, eine Kiste. Ah, 2 Zähne. Wie gut. Ach, so ist das doch gleich wieder viel angenehmer. Viel, viel angenehmer.
Ja, dann verfolgen wir mal die Brotkrumen, die hier rumliegen. Das nehme ich noch mit. Was qualmt hier eigentlich so? Ach, guck mal. Schon wieder? Ach, was tun wir nicht alles? Kurz gucken. Wie schnell geht denn das mit der Moral? Ja, wir müssen noch ein bisschen Gas geben hier. Okay. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. So, Pfeile nochmal auffüllen. Was fehlt uns denn? Federn? Ach, damit. Dann würde ich sagen, wir gucken aber auch mal hier runter, ne? Bevor wir da jetzt über die Brücke marschieren. Bisschen Exploration macht ja schon Fun. Haben wir bisher noch nicht so viel betrieben hier. An der Stelle sei natürlich auch gesagt, wir werden natürlich auch hier noch alles aufdecken. Und hier, das spricht natürlich für sich selbst. Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich gerne rumlaufe und alles aufdecke. Wir müssen ja auch noch alle Totems finden und. Aha. Eigentlich wollte ich ein paar Federn sammeln. Ach, Entschuldigung, musst du kurz niesen? Ja, deswegen kurzer Stillstand hier. Hier fängt auch das Winter Wonderland ein bisschen an. Okay. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Brotkrumen wiederfinden. Müssen ja irgendwo hier gewesen sein. Da ist die Brücke. Oh, da sind nochmal Federn. Nehme ich. Leben ist voll. Oh, Leben ist voll. Traum. Mit den Steinen da auf sich hat, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. There's something in there. It looks a bit like him. Die Vision. Oh, mit Totenschädel oben, das ist natürlich... Ordne die Fragmente der Vergangenheit an, um die Wahrheit zu ergründen. Passe Zeit und Raum an, um die fehlenden Elemente des Szenarios zu sammeln. Bewege W und S, die Zeit anzupassen. Bewege A und D, um den Raum anzupassen. Okay. Ist das cool, oder? Ich hätte ja gedacht, dass das irgendwie so gehört. Nur mal gucken, wie weit man vor- und zurückspulen kann. Bedeutet tatsächlich nur, ich kann diese Figur hier zwar bewegen. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Ordne die Fragmente der Vergangenheit an, um die Wahrheit zu ergründen. Ich
weiß zwar nicht ganz genau, was das hier bedeuten soll. Diese Kreatur steigt da irgendwie auf. Ich ja vermute, das hat irgendwas hier mit der... Ja, guck mal, wie die aussieht. Echt gruselig, oder? Why? I just hope this is getting me closer to Zora. Oh, mir schwant irgendwie Böses. Was ist jetzt mit ihm los hier? Oh, wir sollen den ganzen folgen, ne? Oh, das machen wir auch. Aber erst in der nächsten Folge. Ja, habt ihr jetzt schon gedacht, das geht ja gleich weiter, ja? Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und neugierig, aber wir wechseln jetzt hier tatsächlich mal die Folge. Ich wünsche euch weiterhin tolle Weihnachtsfeiertage. Genießt es ein wenig. Und ja, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis gleich. Ciao.